Moin Moin Kratujana und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3. Es geht weiter. Unsere Jill ist leider verletzt und... Was zum Teufel? Und wir können sie mit Blendgranaten blenden. Nein. Okay. Einen Impfstoff müssen wir irgendwie organisieren. Das Nemesis-Wesen scheint besiegt, aber ob es wirklich dabei bleibt... Ich glaube eher nicht. Ich vermute ganz stark, dass wir nochmal wiedersehen. Da lag eben auch bloß noch sein Arm da. Also wer die letzte Folge verpasst hat, unbedingt angucken. Sonst könnt ihr dem Ganzen hier, glaube ich, nicht mehr folgen. So. Hallo. Wir sind jetzt im Krankenhaus. Und hier... Ja, herrscht die Kontrolle wieder mal von Umbrella. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Halt durch. Verstanden. Carlos, over. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn Umbrella die Finger mit dem Spiel hat. Umbrella Corporation, making life better. Ja. Haben sie gemacht. Für alle Schießwütigen da draußen auf jeden Fall das bessere Leben. Hat man endlich mal einen Grund, zu seinen Waffen zu greifen. So. Hier kommen wir nicht weiter? Nee, das so. Alles klar. Na, guck mal. Statt er das mitnimmt hier, lauter Karten. Oh. Sieht ja gleich wieder einladender aus. Wird immer besser. Von Raum zu Raum. Hallo? Oh, scheiße. Doktor, Doktor! Mit Schlauf doch nicht immer so doof an die Ecken. Ich finde die Wegfindung von den... Oh Gott. Von den Zombies teilweise sehr bescheuert. Alter! Kann er mal aufhören, so rumzuwackeln? Oh fuck. Mein Zielen halte ich auch mal für ganz schön bescheuert. Manchmal. Okay, der scheint tot zu sein. Hey, du? Guck mal, das meine ich dir. Der hat mich noch nicht mal gefunden jetzt. Gut, wirklich. Die können ja nichts mehr wirklich. Ne, die sind ja... Die sind ja tot. Der auf jeden Fall richtig. Das ist gut. Ich habe keine Zeit dafür! Wow. Wow. Bleib liegen. Danke. Ma'am? Ma'am, setzen Sie sich bitte hin. Danke. Gefährliche Schwester. War so klar. What? Mann, du stirb endlich. Okay, den haben wir. Du bist tot, du bist tot. Was mit ihm hier? Der steht natürlich auch noch auf. So gedacht, ich sehe dich da nicht in deiner ollen Ecke, wa? Ich meine, Carlos, könnt ihr auch mal das Licht da machen? Das würde ganz schön helfen. Die arme Jill, die arme Jill. Infiziert von Nemesis höchstpersönlich. Angestachelt wurden wir. Oh. Standard-Militär... Na, ja, werden wir damit... Nee, wir brauchen den Dietrich. Lass mich raten, wir dürfen nachher hier mit Jill auch noch entlanglaufen und das dann erst aufmachen. Ein Hut. Komische Musik. Was? Das ist eine Kiste. Okay, da liegt irgendwas Größeres. Hallo? Oh. Hier ist wieder so eine Wackelpuppe. Kaputt. Komme ich hier irgendwie rein? Nee, ne? Scheiben können wir auch nicht, oder? Können wir die kaputt machen? Nee, das wäre ja auch zu cool gewesen. Nun gut, weiter geht's. Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Bach. Hi. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Kassettenrekorder. Was machen wir mit dem? Okay. Achso, wir haben keine Kassette. Ist leer. Ich verstehe. Lass mich raten. Hier liegt irgendwo eine rum.
Pflegetagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen ihr Delirium nicht, deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen, aber was erwartet er von uns? Sollen wir ihnen gute Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht von normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Oh oh. Ja, ja, Umbrella, Umbrella. Sicherheit geht vor. Nee, können wir noch nichts benutzen. Dr. Bart, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Was okay. Für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Sci-Fi-Mist. Okay. Müssen wir irgendwie an seine Stimme rankommen, um die Tür zu öffnen? Ich will hier gar nicht rein. Warte mal, hatten wir nicht? Wir hatten tatsächlich noch. Wenn ich jetzt so wüsste, wie das ging. Ausrüsten. Achso, so geht's natürlich auch. Oh yeah! Oh, Panzerglas. Der bricht doch da eh gleich durch. 100 pro. Ich wusste es! Na du? Treffen wir leider nicht. Okay, die Granate hat ordentlich zugehauen. Gut, wie sieht er denn aus? Die hat ordentlich reingehauen. Munition, nice. Eigentlich haben wir die aufgehoben. Oh mein Gott! Junge Frau! Ich bitte Sie. Nicht so stürmisch. Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Von diesen Schockmomenten hatte Resident Evil 3 viel zu wenig. Viel zu wenig. Das war im zweiten Teil deutlich schöner. Okay. So, was haben wir hier? Ein grünes Kraut. Das ist gut. Das nehmen wir gleich mal. Eine Karte. Ach, guck mal, die kann ich wegschmeißen. Mit der Karte können wir nichts mehr anfangen. Nun gut. Okay. Hier kommen wir natürlich nicht rein. Da brauchen wir jetzt die Zugangskarte. Ich verstehe. Okay. Dann bleibt übrigens noch die Tür. Hei, 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 hei. Hey, Teddy. Hello. Oh, hier ist auch noch ein Gang. Alter, das sieht ja ultra einladend hier aus. Gruselig, gruselig. So, da ging es nicht weiter. Da ist ein einfaches Schloss. Sonst in dem Gang soll noch was sein? Achso, ja klar, geht er hier noch weiter. Fuck, Alter. Der hat keinen Kopf mehr, der ist nicht gefährlich. Wer war das denn? Nee, der ist da runtergefallen. Wer hat den denn da jetzt runtergeschmissen? Okay. Vielleicht wollen wir es gar nicht wissen. Hallo? Hm. Eine riesige Tür. Kuckuck. War so klar. War so klar, dass er aufsteht. Der musste aufstehen. Entweder jetzt oder später, wenn wir nochmal lang gegangen wären. Okay, scheint tot zu sein. Drei Blendgranaten haben wir noch. Die sollte ich vielleicht auch irgendwann mal einsetzen. Das war's hier draußen? Das war jetzt ein kleiner Dachbereich? Okay. Sehr merkwürdig. Okay. Ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite hier. Los. Da kommen wir nicht weit. Da kommen wir doch weiter, ne? Können wir dort. Okay, nicht hier lang. Oh, kriegt er nicht unten durch?
Sieht so interessant aus da hinten. Ah, hier können wir runter. Ich verstehe. Wir könnten aber auch hier runter. Ha. Qual der Wahl. Hier ist die Tür zu, okay. Vom Logischen her ist es immer das Erste, was einem gezeigt wird. Da soll man dann gleich ganz spontan runterhüpfen und dann ist das der Fehler. Meistens ist es der Zweite dann. Das soll diesen... Oh, scheiße, hätte ich mal gleich den Zweiten genommen, diesen Effekt haben. Da die Entwickler das aber wissen, kann es auch durchaus sein, dass das Erste doch richtig war. Hm? Wir werden es gleich sehen. Wir haben mehr als 20 Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, musitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise eine Infektion, haben alle Antiseptika ausprobiert. Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die dienstfrei hatten. Jetzt heißt es alle Mann an Bord, wir müssen dieses Chaos eindämmen. Ja, das wird ganz bestimmt super gut geklappt haben. Pack hier mal ein bisschen Heilung weg. Ich meine, was soll ich mit so viel Heilung? Dich heilen. Ja, ich weiß. Das nehmen wir noch mit. Vielleicht finden wir noch ein rotes Kraut. Nochmal Sturmgewehrmunition. Nice. Wie viel haben wir jetzt? Ach, dicke reicht das. Ich hab zwar keinen Plan, was hier noch kommt. Karte. Yes. Belegschaftsraum. Schwesternstation. Aha. Okay. Oh. Das sieht ja einladend aus. Ach du Scheiße. Das sieht so aus, als ob hier so ein Licker wieder gewütet hätte. Da liegen sie alle. Scheint tot zu sein. Das glaubt ihr auch selber nicht. Das glaubt ihr doch selber nicht. Ach Mist. Und den Dietrich. Wir brauchen den Dietrich. Was liegt hier noch? Pflegertagebuch, 29. September. Wir haben es versucht, ich schwöre bei Gott, wir haben es versucht, aber es gibt nichts mehr, was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen und sie sterben und verbreiten die Infektion schneller, als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie draußen hören, das Kreischen, aber niemand von uns will da rausgehen, denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern, aber ich will leben. Ich will leben. 21 Uhr. Wir haben einen Helikopter über uns fliegen gehört und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten, ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder und das Einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten und die stillen Schreie unserer Herzen. Wir verlieren hier alle langsam den Verstand. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota. Es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilf. Etwas kommt. Ja, etwas hat die hier ganz schön... fertig gemacht. Memo an die Verwaltung. ID-Karten dürfen das Krankenhausgelände unter keinen Umständen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karten in einem persönlichen Schließfach verstauen. Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung... Gott, Alter, die Musik. Verwaltung, um ihn am Ende ihrer Schicht auszuleihen. Ah. War ja klar. Okay. Das heißt, hier passiert weiter noch nichts. Das ist schön. Komm, hätten sie ja versuchen können, hier irgendwie hochzuklettern. Da haben die sich hier sogar verbarrikadiert, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So, nochmal darüber. Schwesternstation. Da kam ich, glaube ich, noch nicht rein. Oder wir hatten die Tür noch gar nicht ausprobiert. Kann natürlich auch sein. Hello. Okay, waren die bloß noch nicht drin. Oh. Huh. Der ganze Gesicht weggefressen. Okidoki.
Oh Gott, jetzt beide Türen schon. Ach du Scheiße. Ein Tresor. Das ist interessant. Bisher ist mir noch nichts untergekommen. Kassettenaufnahme. Ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B passiert ist. Ein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen, um mich umzusehen. Bleib einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist es egal, wie wichtig Dr. B für die medizinische Gemeinschaft ist. Diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer, bleib stark, ein Freund. Okidoki. Dr. B ist doch der, den wir hier gerade... Ach du Scheiße. Das war so klar. Das war so klar. Siehst du, ich hätte versuchen können, die Türen einfach mal aufzumachen von der Seite. Oh mein Gott. War ja noch überschaubar. Okay, hier brauchen wir auch eine Karte. Die fehlt uns natürlich noch. Alter Schwede. Gut. So, tot. Sehr nett. Auch nett. Den haben wir auch. Du bist eh tot, ne? Ja, du bist eh tot. Super. Das war ja einfacher als gedacht. Gehen wir erstmal hier reinkommen. Sturmgewehr. Ja. Was ist das? Eine Handgranate. Bist du tot? Scheinbar. Ach, Mann. Klappt auch nie, wie ich mir das vorstelle. Ha, wusste ich's. Das wusste ich. Die sah schon so aus, als ob sie nochmal aufsteht. Lieber gleich nochmal raufballern. Okay, untersuchen kann ich hier nichts. Hier ist auch nichts weiter. Okay. Jetzt haben wir den Raum so gesehen von der anderen Seite geöffnet. Ah, nee, Quatsch. Das war da, wo ich eben war. Oh. Oh, okay. Das kam überraschend. Ich dachte, wir haben jetzt Zugriff auf irgendwas anderes noch. Okay, warte mal. Haben wir hier irgendwo einen Hinweis? Ein Hinweis für den Tresor. Bisher waren die Infos eigentlich immer relativ weit weg von den Tresoren, aber kann ja sein, dass das hier sogar mal im gleichen Raum ist. Informationen dazu in den Texten hatten wir bisher jedenfalls nicht. Okay, bleibt nur noch eins. Hier runterspringen, aber nicht hier. Nein, vergiss es. Wir springen hier runter. Nichts. Was wäre da drüben jetzt gewesen? Was ist das? Schlüssel. Lockerroom. Fuck. Kein Platz mehr. Moment. Kombinieren. Okay. Ah, da wären wir auf der anderen Ecke hier gelandet. Und er kann natürlich durch diese ewig dicken Büsche nicht durch. Ich verstehe. Alter, die Geräusche. Aha. Oh. Jetzt sind wir hier. Eingang der Notaufnahme. Okay. Gehen wir nochmal hoch. Jetzt will ich ja die andere Ecke auch nochmal runterspringen. Naja, hier durch. Einmal übers Dach. Mit dem Dach ist komisch, dass man hier bloß so ganz kurz drauf ist. So, und jetzt war das hier rechts und jetzt gleich runter. Ops. Und jetzt? Gibt es hier noch Schönes? Nichts. Ah, da könnte ich jetzt rüberklettern. Taktischer Griff Sturmgewehr. Oh, nice. Es hat sich gelohnt. Oh, sehr schön.
Ja, tatsächlich, dann jump da hier rüber. Dann bin ich jetzt genau da, wo ich eben war, ne? Aber wie komme ich denn da hin? Eine Ecke ist dann noch. Theoretisch nicht da, sondern in die andere Richtung weiter. Das ist theoretisch hier. Belegschaftsraum. Da komme ich ja nicht hin. Der war von beiden Seiten dicht. Da kam ich nicht ran. So, da war ein Tresor. Tür mit elektrischem Schloss. Da kommen wir nicht weiter. Verschlossene Tür. Die Wäschekammer müssen wir jetzt aufkriegen, ne? Verschlossene Tür. Die beiden müssten wir aufkriegen. Eieiei. Okay. Erstmal zurück. Kleines Labyrinth hier. Elektronisches Schloss, einfaches Schloss. Laborempfang. Da könnten wir jetzt theoretisch einmal rum. Nee, einfaches Schloss. Einfaches Schloss ist für den Dietrich. Das ist nicht für den Schlüssel. Das wird noch was anderes sein. Heißen die nicht auch einfaches Schloss? So, jetzt sind wir hier wieder auf der richtigen Höhe. Einfaches. Ah, verschlossene Tür, genau. Einfaches Schloss ist dann wahrscheinlich mit Jill nachher zu öffnen. Sollten wir mit ihr hier auch nochmal lang können. Hallo Dachmann. Tschüss Dachmann. Und wieder rein. So, pass mal auf. Jetzt geradeaus und dann rechts. Da hinten kann man nicht weiter. Nee, tatsächlich nicht. Wenn man da nicht weiterkommt, ist es halt so. Aber jetzt sollten wir diese Tür da aufkriegen. Mal gucken, ob ich recht habe. Bingo. Brauchen wir den Schlüssel noch? Nein, der ist bloß für die Tür. Ah, okay. Na, eigentlich sind wir gleich hierher gegangen. Hallo? Oh mein Gott. Hab ich mich gerade erschrocken. Alter. Alter, Spencer Memorial Hospital. John Wolf. Okay. Krankenhaus-ID-Karte. Hab ich mich gerade erschrocken. Blendgranate. Scheiße, ich hab zu viele. Ich hab schon zu viele. Was haben wir hier noch? Großer Hut. So ist wie der Hut von Mr. X aus dem zweiten Teil. Okay. ID-Karte. Mit der ID-Karte. Können wir jetzt hier durch? Verschlossene Tür, da kommen wir ja auch nicht weiter. Jetzt müssen wir theoretisch die Treppe wieder runter, ne? Nicht aufstehen, nicht aufstehen, nicht aufstehen. Hier passiert gleich irgendwas Schlimmes. Er hat gespeichert. Hier passiert irgendwas ganz Schlimmes jetzt gleich. Pass auf, pass auf, pass auf. Genau jetzt. Okay. Oh nein! Was bist denn du? Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Mutierter Hunter, mutierter Hunter. Oh Scheiße. Oh. Ich habe ihn geboxt, okay. Sehr interessant. Hallo, schieß doch. Okay. Okay, ich habe ihn wieder geboxt. Wie auch immer ich das schaffe. Okay. Hohoho. Stirb doch einfach! Ach du Scheiße! Okay. Alter! Das sind die Hunter aus dem ersten Teil? Bloß mutiert mit einem komischen Kopf, der jetzt aufgeht. Ach du Ahnst. Jetzt wissen wir auch, was die hier getötet hat. Krank. Lass mich raten, jetzt alle 3 Meter kommt so ein Vieh. Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Ich muss hier weiter. Hier durch. Was lacht er gerade? Oh, Pistolenmunition. Oh, kein Platz mehr. Shit. Die ist doof. Gut. RIP, Pistolenmunition. Wer braucht dich schon? Jetzt wird der hier bestimmt aufgestanden. 100. Wie hab ich denn dich übersehen? Wie auch immer ich den übersehen hatte. Wir können mit ihm halt nicht ausweichen, aber wir können tatsächlich den Schlag kontern. Wie auch immer wir den Schlag von so einem riesen Vieh kontern. Aber das wird er schon sich irgendwie erklären können.
Und clear. Alles schick. Oh, geht tatsächlich. Sind drin. Bin sicher, bin überhaupt nicht sicher. Angst. What the fuck? Okay. Eine Blende hat er mitgenommen, ne? Ja, hat er. Verlorene Gegenstände. Patientenbericht von uns zunehmend von verlorenen Gegenständen. Wenn Sie etwas finden, von dem Sie nicht sicher sind, wem es gehört, nehmen Sie es nicht mit nach Hause. Bitte legen Sie es in den Safe in der Schwesternstation. Die Kombination der Safes ist 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Aha. Kurz aufschreiben. 9 rechts lang, 3 links lang. Vielen Dank für die Kooperation. Gerne noch. Das heißt, wir können wieder hoch. Ganz viel Sturmgewehrmunition. Können wir nicht mitnehmen. Dass man da die Waffe auch nicht gleich laden kann, verstehe ich nicht. Das würde sich doch glatt anbieten. Die können wir kombinieren, immerhin. Okay. Mehr ist jetzt hier nicht. Ich dachte, hier geht's weiter. Der OP-Saal. Eingang der Notaufnahme. Irgendwie kommen wir da noch rein, habe ich das Gefühl. Clear! Nein, kein Clear. Weil da ist ja auch eine Kiste drin, da müssen wir doch irgendwie reinkommen. Ah. Tür mit Stimmenerkennung. Die Kassette. Ich verstehe. Ja, hat Klick gemacht. Schwestern, die Gegenstände, die an mich gehören, haben sie da hingelegt. Ich verstehe. Nee, Moment, das war falsch. Und in dem Safe ist dann bestimmt die Kassette drin. Die Kassette brauchen wir wiederum, denn um das, die Tür zu öffnen, um das abzuspielen. Ich verstehe. Problem gleich gelöst. Aber, was, bevor wir das machen, ich würde gerne mal nicht bewegen. Ich würde... Nee, das war falsch. Warte, das war auch falsch. Wie konnte ich denen denn das nochmal zuweisen? Ah, hier. Kombinieren. Nein. Schnellzugriff, das habe ich gesucht. Dann nehme ich lieber die Granaten als die Blendgranaten. Ich glaube, gegen die großen Viecher, wenn ich damit so einen ordentlichen Wumms angreife, das hat mehr Wirkung. Als... Warte mal, da hinten... Nee, Blendgranate, Belegschaftraum. Schwesternstation, da wollte ich hin. Zum Tresor. Keine Viecher. Gleich macht's Krach, gleich passiert was. Nee, nix. Gar nix? Okay. So, warte, 9. 3. Tada. Doppelmagazin Sturmgewehr. So, jetzt bin ich ja verwirrt. Wir haben die ID-Karte noch. Irgendwo konnte ich die noch nutzen. Elektronisches Schloss, da zum Beispiel. Genau geradeaus. Ah, passt ja. Siehst du mal, hier wollten wir eh hin. Piep. Hallo. Ach du Scheiße. Zwei auf einmal. Okay. Kein Ding. Oh nee. Ah, das ist ja. Oh mein Gott, Alter! Hab ich mich gerade erschrocken? Wie schnell hat die denn die Tür aufgemacht? Oh Gott, du Gott, du Gott. Mist. Wo bist du denn hin? Ma'am? Danke. Tot? Die lebt bestimmt noch. Aber klar. Nein! Scheiße. Komm schon. Jetzt haben wir sie. Sturmgewehrmunition, das ist gut. Die können wir wieder nicht öffnen. Schade. Da
Da fehlt uns leider ein Dietrich. Huch. Der hat echt doch gelebt. Der lebt auch immer noch. Gut. Als ob. Rotes Kraut. Sehr gut. Kann ich das noch mischen? Nee, kann ich nicht mischen. Aber können wir eins nehmen. Lass ich das Rote hier einfach erstmal liegen, damit wir überhaupt einen Platz frei haben. Ja, gut. Die Tür können wir aufmachen jetzt. Bringt mir das? Ah, da komme ich. Da komme ich jetzt. Oh, Behandlungszimmer. Können wir da rein? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ist er tot? Okay, das war leichter als erwartet. Was war das denn? Hä? Wie habe ich denn da rechts geworfen? Muss ja eine Decke oben abgeprallt sein. So, warum habe ich das jetzt gemacht? Sturmgewehrmunition, okay. Ah, Audiokassette, meine Freunde. Wir haben sie gefunden. Nice, das können wir wegwerfen. Guck, jetzt haben wir wieder Platz. Okay, hier hätte ich eh reingemusst. Gut zu wissen, gut zu wissen. Eieiei. So, und denn? Kann ich ja theoretisch hier noch lang? Und jetzt, genau, und jetzt kann ich hier nämlich runterspringen und das ist... Oh mein Gott! Das ist nämlich genau die Ecke, wo wir noch nicht waren, glaube ich. Stimmt gar nicht. Bei der Ecke waren wir schon. Okay, da bin ich verwirrt. Wir sind jetzt da durchgekommen. Da sind wir raus. Ah, hier war die Ecke, wo wir noch nicht waren. Wie kommt man da denn hin? Rotes Kraut. Wir sind jetzt wieder unten. Eieieiei. Diese ollen Viecher, ey. Kriegt man schon das ein oder andere Erschreckerchen. Okay. Wir müssen jetzt dahin. Tür mit Stimmerkennung. Warte mal. Blendgranate, Pistole, einfaches Schloss. Nee. Versuchen wir da mal hinzukommen. Und jetzt bricht das durch. Das war so klar! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiß auf, was da noch drin ist. Mir völlig Latte. Das ist bestimmt was Munition oder so. Das ist. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt. Der beste Biologe, den du je treffst. Ein ganz netter. Ganz netter. Sturmgewehrmunition nehmen wir gerne mit. Was liegt da drüben? Das Gefühl, der lebt nicht mehr. Meine Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal hier bei Resident Evil 3. Bewerten nicht vergessen, wie immer.